Hallo Leute, ich bin's mal wieder. Es geht nicht weiter mit Java, sondern mit SQL. Das ist eine Datenbanksprache. Zum Zugriff und zum Manipulieren, Einfügen, was weiß ich was, von Daten in eine Datenbank, wo man dann auch schön die Sachen speichern kann und auslesen natürlich auch. Und ja, da kann man dann einige coole Sachen damit machen. Und genau, das hier, was ihr hier seht, das ist HSQL, ein, ja okay, HSQL Database Manager heißt das Ding hier. Das ist eine Datenbank für Java. Und ja, eigentlich wollte ich ja auch ein Datenhaltungsprojekt machen in Java, wie ich es einigen versprochen habe. Und bevor wir das allerdings machen können, müssen wir natürlich auf eine Datenbank zugreifen können. Denn sonst wird das Ganze ein bisschen eklig. Ich glaube, ihr wollt nicht unbedingt diese ganzen Daten hier. Okay, das wäre noch durchaus möglich. Aber es ist einfach leichter, wenn man es über eine Datenbank macht. Und ja, wie man das Ganze dann einbindet, zeige ich euch in der entsprechenden Datenhaltungsserie in Java. Die wird nach dieser Serie hier aufgenommen und jetzt erstmal natürlich zu SQL. Also SQL ist zunächst einmal, steht eigentlich für Structured Query Language, falls es euch interessiert. Und ja, wie ich schon gesagt habe, für Datenbanken gedacht. Es ist keine MySQL-Datenbank, sondern ja, MySQL basiert eigentlich auf SQL und ist für Online-Datenbanken gedacht. Also da könnt ihr mal relativ schnell was starten. Wie man diese Datenbank hier da tatsächlich in Java auch aufrufen kann und so weiter, zeige ich euch auch in der anderen Serie. Hier soll es wirklich nur um die SQL-Befehle gehen. Wenn ihr hier seid, weil ihr das Ganze wegen MySQL lernen wollt, weil ihr eine Datenbank in eure Webseite einbinden wollt, könnt ihr das genauso benutzen. Ihr müsst dann halt wissen, wie man über PHP die Datenbank aufruft, aber die Befehle, was man alles mit einer Datenbank machen kann, die könnt ihr hier von mir lernen. Genau, vielleicht mache ich dazu auch eine Serie, wenn sich hier genug begeisterte Leute das angucken. Ja, auf jeden Fall zeige ich euch jetzt mal ein paar Grundbefehle, was man in MySQL machen kann. Also wir sehen hier, das hier sind definitiv nicht irgendwelche sinnvollen Daten. Von HSQL Database Manager gibt es hier die Möglichkeit, ein Testskript laufen zu lassen. Das ist hier oben. So, ich zeige es euch gerade mal. Das macht hier eben das hier alles. Das werde ich euch alles noch erklären, keine Sorge. Und dann steht hier unten eben, man kann es hier ausrufen, indem man auf Execute SQL drückt. Und dann haben wir eben genau das hier gemacht. Und ja, das ist einfach mal zum Gucken, ob die Datenbank auch funktioniert. Dann kann man hier sagen Insert Test Data. Und dann hat man hier eben eine Datenbank mit, also wirklich nur eine Datenbank, mit IDs. Dann Vorname, Nachname, Wohnort, also Straße und der Ort dann tatsächlich. Und das sind, glaube ich, irgendwelche Random-Daten. Also ich glaube nicht, dass die tatsächlich irgendwie ja, irgendeinen Sinn haben. Die hier ist zum Beispiel zweimal drin. Okay. Ja, so, also dann haben wir schon mal das Grundlegende. Also wir haben eine Datenbank, auf der wir arbeiten können. Das wollte ich eben haben. So. Was wir jetzt eben machen können, ist, wir können uns aus unserer Datenbank mit dieser Abfrage hier, also wenn wir hier auf Execute SQL drücken, können wir das Ganze natürlich dann ausführen. Es sollte auch nicht so wichtig sein, da es hier wirklich nur um SQL geht. Okay, ja, wir werden hier jetzt erstmal das hier besprechen. Was macht das? Select Sternchen from Customer. Nun ja gut, diese Tabelle hier nennt sich Customer, also die haben wir so genannt, indem wir die irgendwo kreiert haben. In unserem Insert Test Data war das, glaube ich, aber da steht leider nicht dabei, was wir hier aufgerufen haben. Und Select wählt euch immer was aus. Also ich wähle aus dieser Datenbank mit dem Namen Customer Sternchen aus. Naja, Sternchen bedeutet einfach alles. Okay, so. Das bedeutet, wir wählen alles aus der Datenbank Sternchen aus. Okay, jetzt kann man natürlich auch sagen, Select ID, denn so heißt unsere. Man kann sogar danach sortieren, das ist ja cool. Ich arbeite auch zum ersten Mal mit der HSQL-Datenbank. Also, vorher habe ich eigentlich immer mit MySQL oder PHP MyAdmin gearbeitet. Deswegen ist es auch eine schöne Erfahrung für mich. Okay, wenn ich jetzt hier Select ID from Customer mache, dann passiert genau das. Ich wähle bloß die erste Spalte aus, die natürlich meine ID repräsentiert. Wenn ich jetzt allerdings sage, ich will den, wie hieß es denn? Soll ich die Datenbank vielleicht genauer kennen? Genau, First Name. So, dann bekomme ich hier
auch nur eine Spalte. Es gibt dann logischerweise nur die erste, beziehungsweise, wenn wir als Informatiker denken, die nullte Spalte. Und ja, die ist dann auch nicht irgendwie sortiert. Also wenn ich jetzt hier wieder Select All reinmache, dann ist die hier automatisch nach dieser ID sortiert. Aber wenn ich jetzt hier... Ah, schade, zurück geht nicht. First Name eingebe, dann sehen wir, dass die automatisch einfach in der Reihenfolge von der ID das Ganze abgreift. Also wir sehen die ID nicht, aber wir können uns denken, dass das hier ID 0 hat, 1, 2, 3 und so weiter. So, wenn ich jetzt hier First Name und Last Name mache, mit einem Komma trennt man die dann voneinander, dann habe ich hier eben zwei Spalten. Okay, und das sind schon mal die wichtigsten Grundkenntnisse, die ihr jetzt habt. Also wie gesagt, unsere Datenbank heißt Customer. Mit Select tue ich was auswählen. Also dann bekomme ich tatsächlich... Upsala. Ja, das war nicht geplant. Mit Select kann ich dann tatsächlich hier Daten auswählen und hier stehen dann eben diese Spalten in der Tabelle. Also das hier ist der Tabellenname, das hier ist der Spaltenname der erste, also der links steht und das hier ist der Spaltenname, der rechts davon steht. Jetzt kann ich das Ganze natürlich auch so rumschreiben und dann ist es genau umgekehrt. Also hier so. Das hat keiner, es ist irgendwie nicht fest, also es ist nicht fest, welche Tabelle zuerst ist, welche Spalte zuerst kommt, sondern das dürft ihr euch aussuchen. Es gibt eine native Ordnung natürlich. Wenn ich jetzt hier ein Sternchen reinpacke, dann wird das so genommen, wie ihr es eingefügt habt. Also in der Reihenfolge, in der es dann auch wirklich in der Datenbank tatsächlich drin steht. Aber wir können die so ordnen, wie wir sie gerne hätten. Gut. Ja, was vielleicht noch wichtig ist, über die Syntax zu sagen, also das hier ist jetzt einfach mal ein einfaches Syntaxbeispiel. Mit Select, das ist einfach auch der Grundbefehl sozusagen. Was ihr vielleicht noch wissen solltet, dieses Select hier, das muss nicht groß geschrieben sein. Ich kann das Ganze auch so schreiben und es passiert genau dasselbe. Ich kann auch hier ein E groß schreiben, es ist völlig egal. Also das Ganze ist nicht case-sensitiv. Wir können machen, was wir wollen. Allerdings diese Namen hier. Ach nee, die auch nicht. Okay. Ja, die Namen auch nicht. Manchmal. Also manche Datenbanken, je nachdem auf was für eine ihr arbeitet, die wollen hier hinten dran ein Semikolon haben. Der hier scheint es egal zu sein, wie wir sehen können. Also falls irgendwas nicht funktioniert, probiert es einfach mal mit einem Semikolon hinten dran. Und freut euch, wenn es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann habt ihr ein Problem. Datenbanken sind relativ zickig, was das angeht. Ja. Also ich würde sagen, wir haben jetzt erstmal die Grundkenntnisse hier behandelt. Wir können Sachen auswählen und wir wissen, wie wir einen Eintrag zu formulieren haben. Das ist dann tatsächlich auch wirklich die Sprache, also die Sprache, mit der wir auf diese Datenbank zugreifen können. Gut, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat und ihr mit der Datenbank zurechtkommt. PHP MyAdmin sieht ziemlich anders aus und noch ein Haufen anderer Tools, wo man auf eine Datenbank zugreifen kann. Ja, aber ich denke, ihr kommt damit schon klar. Gut, dann bis zum nächsten Mal, wo wir dann wahrscheinlich ja, wahrscheinlich irgendeinen anderen Befehl lernen. Bis dann. Ciao, ciao.